Leute tragen, schieben, ziehen. So, ich habe eine Karte bekommen. In 3 Tagen kommt das Militär. Ja, man muss auf die Uhr gucken, um zu sehen, wie spät es ist. Und alle 24 Stunden braucht er 1 Sunbreaks. Ja, mit dem Headset kann man mit der Tante kommunizieren, indem man dann den rechten Stick drückt. Hey, cool, Spieler können reinkommen, aber das sieht fast so aus, als ob der ihn angreift. The Phantom Slaughter Even More Undead, ja. Oder man kann mit Freunden spielen. So, aufgeladen bin ich, das brauche ich nicht essen. Was haben wir denn hier? Eine Schere. Find Sunbreaks. Und rechts haben wir unsere Hauptquest. So. Select ist Karte, das ist schon mal schön. Das ist die Umschaltung der Türen. Ah, so kann ich es zoomen. Recht groß das Gebiet. Ja, das Blaue sind alles Punkte, wo man so einen Waffenraum quasi. Das da oben bin ich. Ich nehme an, hier ist meine Quest. Rotes sind Fahrstühle. Oranges sind Untergrundwege. Hier ist unser Rescue Point. Grün sind Waffenshops, aber ich sehe gerade gar keinen. Und es sind Save Points. Nö, kein Waffenshop sichtbar. Aber vielleicht braucht man da erstmal einen Questerfolg. So, X, Strong. Ja, das kennen wir doch. So, gucken wir mal ins Menü. Wir haben Combo Cards. Ja, ein paar habe ich ja schon freigeschaltet. Hier, Helm und Bohrer. Bohrhelm. Ich glaube, das ist aber mehr nur so ein Item, um Gegner auf den Kopf zu setzen und dass es witzig aussieht. Ja, doppelte Erfahrungspunkte steht oben rechts. Ein Propangastank und Nägel. Ein Hammer und ein Messer. Ach nee, ein Besen ist das und ein Messer. Baut man sich so eine Art Speer. Was haben wir hier? Ein Pylon und eine Spraydose. Power of Sound to defeat enemies. Das ist ja lustig. Ein Messer und ein Grastrimmer. Das sieht witzig aus. Propangastank und Raketen. Was haben wir hier? Achso, genau, Edelsteine und eine Kettensäge? Ach nee, das ist so ein Blätterpuster. So, das haben wir vorhin bekommen. Also pro Level 1 scheinbar. So, was haben wir noch? Mein Status. Ja, meine Skillpunkte. Was haben wir denn hier? Der Karate-Sprung, den habe ich glaube ich auf Level 1. Ach ne, hier ist das. Ducken, der Roundhouse-Kick, R, T und A. Muss ich mal gucken. Fotos machen. Ja, unser Headset, unsere Karte haben wir als Schlüssel-Item. Links sehen wir auch noch unsere Punkte und unser Geld. Wie viel Geld wir ausgegeben haben und momentan Zombies getötet. So, im Notebook sind die ganzen Charaktere, die man kennengelernt hat. Achso, und der Zustand. Grün ist sicher. Was das ist, weiß ich nicht. So, grau. Und das ist bestimmt unknown. Achso, located, also gesehen. Und rot sind alle Toten. Okay. Dann unsere Karte hatten wir schon. Tutorials brauche ich jetzt erstmal nicht gucken. Options, Gameplay. Untertitel an, Tutorials an, ja. Privatsphäre-Einstellung öffentlich. Damit auch wer reinkommen kann. Das wäre ja ganz witzig. Vibration, ja, das kann alles anbleiben. Ach nö, ist eigentlich ganz gut. Ich habe es immer ein bisschen heller, damit man noch Sachen noch sieht. Ah, warte mal, da war noch was Freundeliste, aber eigentlich durfte ich keinen haben. Achso, das ist die generelle Freundesliste. Ja.
So, dann reden wir doch mal mit unserem Kumpel hier. So, wie ist das eigentlich mit unseren Fotos? Hier drinnen kann ich keine machen, okay. So, hier haben wir unsere Leute. Ich glaube, an genau dieser Stelle hatte ich auch das letzte Mal aufgehört, zumindest bei dem Speicherstand hier. Weil als ich vorhin rauskam, da war ich ja genau an dieser Stelle hier. 165.000 und 91.000 Money. Okay, ich hatte aber mehr Geld. Und jetzt habe ich ja viel weniger bekommen. Aber ich glaube, ich habe online noch gespielt. Es gibt ja noch diesen Online-Modus. Und da kann man auch noch ganz, ganz viel Geld machen. Denn das ist in der Hinsicht wichtig, wenn man zu Camp Sombrex kommt. So, hier kommen wir erstmal raus. Wenn man zu Camp Sombrex kommt, kann man im Multiplayer-Modus online Geld erspielen und damit sich Sombrex kaufen. Aber es ist arschteuer. Jetzt weiß ich nur nicht, ob man sich erstmal um die Hauptquest kümmert am besten und nicht um die Überlebenden oder Nebenquest, um erstmal Sombrex zu finden oder ob er es dann auch gleich nimmt. Aber ich glaube, man holt es und muss es dann im Lager nehmen. So, eine Schaufel. Hier vorne habe ich mich immer gut aufgerüstet. Eigentlich lag hier immer gleich was. Was haben wir jetzt so? Achso, wenn eine neue Nachricht kommt, dann müssen wir die annehmen mit rechts. Und dann haben wir eine aktive Quest, die dann auch rechts am Rand sichtbar ist und das bringt uns in der Regel zu irgendwelchen Leuten, die wir retten sollen. Hier sind später dann auch noch Zombies drin. Aber erstmal haben wir hier so einen Waffenraum. Mal gucken, ob wir irgendwas finden, was wir gut nutzen können. Wie war denn das? Zack. Der Besen und die Machete habe ich jetzt kombiniert. So, und dann haben wir hier noch einen Footballschläger und dieses Nagelding. Box mit Nägeln. So. Und jetzt haben wir so einen Nadelhammer. So, den haue ich mal weg, weil der ist fast kaputt. Er hat oben geleuchtet. Wo kommt man hier rein? Da steht einer. Ein Computer. Was haben wir denn hier? Eine Bohrmaschine. Mal gucken, ob wir noch irgendwas Lustiges finden. Bohrmaschine vielleicht. Nee, dann warte ich lieber mal ab, dass ich die Rezepte finde. So, die Bohrmaschine haue ich wieder weg. Da haben wir sie. Weil der Elektroschocker ist mir wichtiger. Was haben wir denn hier? Economy? Ja, man braucht halt immer Geld. Wenn man Automaten kaputt macht, bekommt man Geld. Beziehungsweise kann man auch an Automaten spielen und kann auch Geld gewinnen. Hier liegt Geld rum. 500. Und da liegt eine Security Box. So, oben sehen wir jetzt unseren Pfeil, der uns direkt zu unserer Quest führt. In der Regel sollte man den Weg auch wirklich folgen, weil ganz, ganz viele Wege auch noch versperrt sind in der Regel. Uah. Und dann läuft man nicht unnütz irgendwo lang. So, ein paar neue Schuhe. Ich probiere mal gerne alles an, weil es gab auch meistens Erfolge. Spawn.
Speaker. Was haben wir hier noch? Oh, einen großen Hammer. Ah, einen Ziegelstein wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Nice Shot. PP-Sticker. Stimmt, die musste man sammeln. Ah, ich habe ihn gar nicht gesehen. Also doch, ich habe ihn irgendwie wahrgenommen, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo der genau gerade lag. Also die PP-Sticker musste man halt echt fotografieren. Das gab dann irgendwas. Das musste man auch, glaube ich, nur einmal machen. Ist ja witzig. Hip-Hop Outfit, yeah. Hey there, handsome. Skater? Nice. Er sieht eher aus wie ein fetter Gamer. Aber wirklich Schaden macht das nicht. So, ich wollte den Hammer haben. Runter damit. Hey, kannst du mal aufstehen? Zack. Was liegt denn da? Ah, Edelsteine. Edelsteine hatten mir auch irgendwas anderes Cooles gebracht. Ein Laserschwert konnte ich mir aus Edelstein machen. Ich weiß nur nicht mehr, was ich dafür brauchte noch. So, ich folge erstmal der Markierung. Hey, eine Mütze. Nee, so eine Touristenmütze ist doch doof. Okay, ich nehme sie erstmal mit, damit ich sie einmal getragen habe. So ein Penner, was haben wir hier? Wild Frontier. Gibt's kein cooles Basecap? Tut mir leid, die Kasse ist schon zu. Nur hässliche Mützen. Wo ist das Geld hin? Ah, da liegt's. Toll, oben drauf. Spielzeugladen? Ein Speer. Ah, ist bestimmt eine Deko. Schade. Mit Hammer drin wäre, glaube ich, besser gewesen. So, die Kasse. Oh, das Chili wollte ich jetzt nicht haben. Outtake, weil sie Chili am Körper hat. So, da Taco, die esse ich erstmal. Damit ich wieder Leben habe. Was haben wir hier? Eine Axt? Ich sollte vielleicht erstmal die Waffen benutzen, die mir mehr Punkte geben. Ja, die kann ich eh nicht nochmal kombinieren. Das war gerade ein schwerer Schlag. Der gibt immer mehr Punkte. Das
200 Kills. Ach ja, alle paar Kills kriegt man nochmal Bonuspunkte. Es nimmt kein Ende. Im ersten Teil gab es auch Aktenerfolg, alle 63.937 Einwohner zu töten. Das habe ich auch geschafft, indem ich irgendwie... Was habe ich denn dazu gemacht? Achso, ich bin im Parkhaus immer rumgefahren und es gab mehr Menschen, als der Erfolg brauchte. Wie ein Bum 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 Bumerang. Hey, cool. So einen will ich haben. Oh, das ist doch zu nah. Oh nein. Da hinten liegt Cash, eine Hantel. Hä, hey, wo ist mein Hammer hin? Bestimmt beim Hochklettern. Ah, da. Hat er abgelegt. Ob ich den Hammer da benutzen kann? Boxhandschuhe. Macht so gut wie keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Roundhouse Kick. So, haben wir hier noch mehr lustiges Zeug? Was ist denn das? Nietenhandschuhe? Aber erstmal würde ich hier gucken, ob ich da draufschlagen kann mit meinem Hammer. Ja, es könnte klappen. 5000 Bonuspunkte bekommen. Nee, es sind bisher normale Schuhe, Handschuhe nur. Aber das kann man bestimmt kombinieren. Alter, heftig. Das ist übel. So, ich gehe mal ein Stück weiter hier. Würfel! So, scheinbar muss ich hier hinten rausgehen. So krass. Das ist schon ein böses Spiel. Wer was dagegen sagt, der lügt. Also...